Kommt zurück bei Lego Worlds. Großer Build-Off Folge 3. Dinosaurier, Spacko und Kasperl Batman sind schon fertig. Jetzt ist Daniel wieder dran. Ich finde, Marken-Awareness ist wichtig. Deswegen finde ich, das solltest du unser Logo dahin bauen. Aber aufrecht stehend und wenn möglich irgendwie in 3D. Aber unser Logo ist nicht in 3D. Tja. Aber ich will es zumindest aufrecht stehend haben. Und ich will es groß. Richtig groß. Boah, ja, du willst ja nur, dass ich hier voll lang brauche für alles, oder? Genau. Bist du bereit? Nein. Geht los! 15 Minuten hat Daniel jetzt Zeit, das zu bauen. Wenn nicht, fliegt er bei GameTube raus. Damit habe ich aber auch schon gerade eben den wichtigen Hinweis geliefert, welche beiden Buchstaben im Logo auftauchen sollten. Richtig, K und T. Hä? Boah. Ist es überhaupt unser Rot? Ist es nicht ein dunkleres Rot? Ich glaube, wir haben ein dunkleres Rot, Daniel. Schnauze. Wir haben tatsächlich mal von einem super coolen Zuschauer, der begeisterter Domino-Aufbauer ist, ein Video geschickt bekommen, wie der unser Logo mit so Dominosteinen gebaut hat und das dann in, also aus tausenden ich weiß nicht wie viele es waren, aber wirklich echt viele Dominosteine, das dann so cool umfallen hat lassen. Das ist wahr, ja, der war ganz schön heftig. Können wir theoretisch nachher auch machen, weil der Zauberer kann so einen Feuerball schießen und damit Sachen zerstören. Ja. Ich hatte ja mit ein bisschen was Fantasievollerem gerechnet, aber bitteschön. Es geht mir nur darum, dass wir hinterher, wenn dieses Let's Play beendet ist, dass niemand diese Karte klauen kann und sagen, ja, hier von Honky Let's Play hat die Karte gemacht. Ey, nichts gegen Honky Let's Play. Wir könnten es auch machen wie German Let's Play und sagen, andere Leute dürfen uns unsere Logos bauen. Mhm. Und wir werden sie dafür aber nicht entlohnen, weil es ist ja schließlich für die schon Werbung genug, wenn die für uns was bauen dürfen. Ach so. Weil das macht man nämlich heute so. Man bezahlt quasi mit Reichweite. Cool. Ist jetzt auch so, wenn ihr jetzt unter diesem Video kommentiert, dann könnt ihr mit diesem Kommentar bei einschlägigen Tankstellen und Supermärkten bezahlen. Das ist wie Payback. Genau, weil ja so viele Leute bei uns euren Kommentar sehen. Ist das nicht der wahre Reichtum? Reichweite? Die Antwort lautet nein. Finde ich bisher schon ganz gut, aber da zieht's ein bisschen, ne? Ja, das ist aber Absicht, das ist ein Luftloch. Damit der Schriftzug besser beschleunigen kann. Nee, damit die Tiere, die ich hinter dem Schriftzug dann einmauere, auch nicht ganz so schnell verenden wie... Hey Chris, got you a frog. Poke some holes in its back so it can breathe. Ui, so, jetzt. Ja, gut. Jetzt ist ja ganz schön Zahn drauf. 2 Minuten 40 erst. Ja, ich bin ja nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Weißt du eigentlich noch... Nein, ich weiß nicht, wo dieser Ausdruck herkommt. Aber das Logo haben wir aber doch einer Bekannten von dir zu verdanken. So ist es. Die wir fürstlich dafür entlohnt haben. Wieso? Hallo? Die hatte immerhin... Die hat jetzt ihr Logo auf der Seite. Wir bezahlen mit Reichweite. Ja, die soll sich bloß nicht aufregen. Ich finde, das ist aber ein schönes Logo. Ja, ich finde es auch. Also, ich glaube, das basiert ja aber eigentlich auf... Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich will mich jetzt nicht selbst loben, aber ich meine, die Idee war von mir, das G und das T zusammenzukleben. Okay. Das ist ja auch super kreativ. Also das zockst Wahnsinn. Das haben wir, glaube ich, in Let's Plays nie so wirklich thematisiert, aber ich habe den Namen GameTube ganz am Anfang gehasst. Echt? Ich fand den so... Weil er mir halt... Ich bin so einer, wenn ich mir so einen Namen für irgendwas ausdenken muss, dann glaube ich immer, ich muss es jetzt so überkreativ und überverkopft und über das geile Wortspiel noch reinmachen. Man muss dazu sagen, den Namen GameTube hat sich meine damalige Freundin ausgedacht. Ja. Und den fand ich schon immer eigentlich ganz gut. Das war so ein... Nennt es euch halt GameTube. Und dann so im ersten Moment so... Stimmt eigentlich. Also wieso sollte man sich anders nennen? Ich meine, Game und Tube, hä? Na... Ja, mir war es halt damals immer, es war mir zu plump. Ich dachte immer so, ja, als hätten wir uns nicht länger als 2 Sekunden Zeit dafür nehmen können, aber eigentlich... Wenn es nach dir gegangen wäre, hätten wir jetzt auch die Päderasten. Die Päd, P-A-D, minus Erasten. Ja. I don't know what's wrong with that. Eben, so wie Gymnasiasten, nur eben mit Päd. Was hatten wir noch? Vamos a Let's Playa. Lauter so ein Scheiß. Ja, das haben wir auf der Gamescom mal vorgetragen. Ich glaube, ich habe das sogar noch. Warte mal ganz kurz.
Ich habe auf meinem guten alten Telefon, glaube ich, sogar noch dieses Dokument, wo das drauf ist. Die ganzen blöden Namen, die wir nicht genommen haben. Hoffentlich habe ich sie auch irgendwann mal gelöscht. Warte mal. Ja, ich hab's noch drauf. Ich muss das mal von weiter weg begutachten. Die Lusor, geschrieben L. Mann, ist das schlecht. U-S-O-R, also nach dem lateinischen Spielen. For the Aber Win. Aber Spielen ist Ludor und nicht Lusor. Der Lusor ist der Spieler. Nee, der Ludor ist, wenn nee, der Lusor Spieler. Ist der Spieler. Nein, der Ludor. Der Lusor. Ludare spielen. Was ist denn der Lusor? Das, wenn du nicht weißt, inzwischen dann. Lusor Let's Play. For the Win. Viel gewinnt. Das ist mein persönlicher Favorite. Und ich hoffe auch, dass das irgendwann bei uns in der Arbeit nochmal passiert, weil wir damals bei GameStar und GamePro angestellt waren. Wir nennen das Ding Game Game. Ja. Ich hoffe immer noch, dass das irgendwann mal passiert. Ich finde ja, ich weiß nicht, ob der da dabei ist, der Vorschlag, aber Game Team. Das ist so schlecht, das klingt wie so eine Action-Serie aus den 80ern. Nee, das klingt wie so eine Junior-Detektiv-Bande. Achso, The Game Team. Ja. Aber da hatten wir schon eine andere Idee. Game, dann Pro Star, das andere wäre aus Game Pro und Game Star. Dann, weil wir im Content Management, also so heißt halt das, die Abteilung, die halt sich um die Webseite kümmert, gearbeitet haben, das Koma-Kommando. Dann in Anspielung auf Plattenspieler, die Plattenspieler. Das ist ganz schlecht übrigens. Viereckige Augen. Keine Ahnung. Ich möchte kurz dazu sagen, dass keiner von diesen Vorschlägen von mir stammt. Ja, ja. Ernsthaft. Also das ist mir sehr wichtig. Dann, was inzwischen unsere Tagline ist, oder jetzt eigentlich nicht mehr, weil wir haben keine Tagline mehr, Bildschirm, Charme und Kanone. Das finde ich gut. Knöpfchendrückerkolonne. Play on Words. Knöpfchendrückerkolonne ist auch nicht so schlecht, aber weiß man heutzutage eigentlich noch, was Drückerkolonnen sind? Nee, ich glaube nicht. Also ich meine, jetzt, wo es schon bald keine Zeitschriften mehr gibt, was wird denn vercheckt an Haustüren von Leuten, die es nicht anders können? Oder Religion, die? Oder? Ist das so? Oder ja. werden dann YouTube-Abos vercheckt? Das klar. Konnte ich mit Ihnen über Gronkh und die Welt sprechen? in Anspielung auf die erfolgreiche Serie Mad Men, Padman. In Anspielung auf das Vorspiel Foreplay, weil wir vier halt spielen. Das fand ich persönlich ganz geil. In Anspielung auf einen Trend aus den 90er Jahren, die Spielograph. Spielograph war eine tolle Sache in den 80ern, ja. War es, glaube ich, schon. Gibt es inzwischen auch digital. Dann habe ich hier noch Namen, die eher nicht taugen, Doppelpunkt. Killer Quatsch mit Michael. Finde ich immer noch super. Vamos a Let's Player und die Päderasten, genau. Dann Killer Quatsch mit Michael ist der Hammer. Ja. Dann hatten wir noch Rubriken aufgeschrieben, die wir nie gemacht haben. Wobei das eigentlich eher immer die Pressetermine bei Rockstar war, wenn eines neue GTA und so vorgeführt wurde. Denn, man kann es ja inzwischen sagen, ein ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter, der inzwischen nicht mehr bei Rockstar arbeitet, der ist der Doppelgänger von Michael Schanze. Der damals die Sendung Kinderquatsch mit Michael gemacht hat. Ja. Willkommen beim Kinderquatsch. So. Dann hatten wir halt Rubriken hier, zum Beispiel, wenn wir Koop-Spiele spielen, hätte das heißen sollen, einer hat gedrückt, was ich bis heute für genial halte. Ja. Ist leider nie dazu gekommen. Und dann Pech gehabt, Plattform-Nazi. So eine Rubrik, wo man plattformexklusive Spiele vorstellt, die Leute, die halt sagen, ich bin nur PlayStation, ich bin nur Xbox, halt nicht sonst gesehen hätten. Ja, hier endet das Dokument. Irre, ne? History in the... Wisst ihr das jetzt auch? 8 Minuten 25. Ich bin gut in der Zeit, das Ausmalen in Rot wird noch ein bisschen knifflig, aber das kriege ich auch noch zusammen. Naja, ne? Nicht so schlecht. So, jetzt werden wir mal aus hier. Und was war noch? Es sollte jetzt das Logo sein und es sollte in 3D sein. Naja, das war halt der fromme Wunsch, wenn... Okay, weil ich mach kurz, ich bring die dritte Dimension ins Spiel. Und weißt du, was das jetzt nämlich ist? Was? Voll deep. Oh Mann. So sieht's nämlich aus. Ja, nee, Logo und so, echt gelungen. Ich find's ja auch immer wieder überraschend. Ich weiß gar nicht, ob das auf persönlichen Präferenzen und schon gar keine politischen, aber so generell. Ich finde ja immer diese Kombination Rot-Weiß-Schwarz total super. Und wo sich die zumindest in meinem Leben überall wiederfindet, weil wir haben das so nicht geplant gehabt, aber
Es ist aber schon. Unser GameTube-Logo ist in der Kombination. Dann das Logo von meiner Band ist in der Kombination. War keine Absicht und das hatte auch das eine mit dem anderen nichts zu tun, weil das Band-Logo gab es, bevor es GameTube gab. Dann das Logo vom Ingolstädter Fußballclub, FC Ingolstadt, ist in den Farben. Und ich glaube, traditionell ist das einfach eine Farbkombination, die gerade bei so Logos immer gut ankam. Weiß ich nicht, schwer zu sagen. Nicht, was ihr jetzt wieder denkt. War am Wochenende auf einem. Am Wochenende zum Beispiel hier die österreichische Fahne, die ist zum Beispiel auch schwarz-weiß-rot, wenn man den Adler mitzählt. Ich war auf einem Arbeitstermin, wo eine Engländerin da war, die eine so eine Umhängetasche trug und da war das Band von der Umhängetasche war halt auch schwarz-weiß-rot. Und dann hat die ganze Zeit über Deutsche lustig gemacht. Dann meinten wir halt so von wegen, sie braucht sich halt eigentlich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wenn sie halt die Reichskriegsflagge als Tasche umhängen hat. Und das fand sie nicht so gut. Fand sie nicht so gut, ne? Tja. Und dann? Dann ging nichts mehr, oder wie? Dann war Endzeit. Naja. Nee, aber ich weiß nicht, das ist, glaube ich, wie bei den White Stripes, die haben ja auch irgendwie jedes Album in dieser Farbkombi gehabt und ich finde, die einfach passt einfach super zusammen, weil die ist schlicht, die ist zeitlos und. Ich hatte meinen Blog früher, war auch in der Farbkombination. Ja, bis der Verfassungsschutz dir zugemacht hat. Hallo. Weißt du, ich halte mich die ganze Zeit zurück, weil meine Band, mein Fußballclub, irgendwas mit Rechtsradikalen zu sagen. Bitte was? Ja. Habe ich irgendwas gesagt? Ich habe nur gesagt Verfassungsschutz. Du hast hier mit dem mit deinen rechten Parolen. Nein, natürlich nicht. Recht sein, ach. Muss so bitter sein übrigens. Was denn? Ja, wenn du rechts bist. Weil du hast ja eigentlich deinen Lebtag nur mit Idioten zu tun. Schon fies. Also das muss man auch erstmal, also, voll anstrengend, glaube ich. Also. Das muss der Idiot abkönnen. Das muss der Depp abkönnen, ja. So. Muss ich aufpassen, dass ich nicht einmal. Ja, aber muss ich das jetzt echt noch ausmalen? Du warst im Kindergarten bestimmt der Mandala-König. Muss ich das jetzt so ausmalen? Wie warst du im Kindergarten? Warst du, dass man da Mandalas gemacht hat? Warst du in so einem Hippie-Kindergarten oder was? Ja, und was habt ihr gemacht? Tretminen gebaut oder was? Nein, wir haben fürs Vaterland. Nein. Ich glaub, bei uns war das nicht im Kindergarten und ich glaube tatsächlich früher in der Schule, vor allem so im dem lächerlichsten Fach oder unnötigsten Fach der Welt im Religionsunterricht Großteil der Zeit damit verbracht, Mandalas auszumalen, weil die halt keinen Bock hatten. Oh, au wie zwick. Denn die Lehrkräfte hatten damals offenbar keine Lust, den umfangreichen Lehrplan des Schulfachs Religion weiter zu vertiefen. Ja, das ist so eine Sache. Ich glaube, viele Religionslehrer sind gar nicht so religiös. Ich kenne einen Religionslehrer, der wirkt nicht so religiös. Der mit Motherfucker 666 als... Nein. Der ist mehr so der gemütliche Typ. 12 Minuten 46. Das schaffe ich noch. Können sie noch schaffen. Man kriegt auch langsam diese Motorik rein, zum Beispiel, welchen Knopf man drücken muss, damit man nach oben baut und so. Muss ich aber mal sagen, bisher sehr gut. Und sogar Beschleunigungslöcher drin. Das macht sogar noch besser. Hast du noch irgendeine große Fläche noch nicht gemalt oder ist das die letzte? Das ist, glaube ich, die letzte. Ups. Jetzt aber hier nicht hudeln, ne? Sie haben noch etwas mehr als eine Minute Zeit. Kennt man in Norddeutschland echt das Wort hudeln? Da kommen wir in Tüdel. Nee, wie sagt man da? Tüdel kommen, das ist aber was anderes. Achso, da kommen wir in Schwierigkeiten geraten. Oder vor allem in zeitliche. Aber hudeln heißt ja mehr oder weniger das hastige. Oh, da ist ein Fehler, aber noch was. Hier, komm, mach das mal richtig. Wo ist da ein Fehler? Du hast noch eine Minute, 10 Sekunden Zeit. Wo ist denn da ein Fehler? Na, da halt. Da die, halt. Die Schießscharten brauchst du da nicht. Ja, was, wenn andere YouTube-Kanäle kommen? Dann bin ich gefeit. Du bist immer gefeit. Logo-Mauer schützen. Gibt's dann auch Prozesse. Dass das so, dass auf einmal so martialisch wird hier unser Let's Play. Ist doch so ein friedliches Spiel. Ne? Ritterburg, Cowboy und Indianer. Was hätte das irgendwas mit Mord und Totschlag zu tun?
Habe ich noch Zeit? Noch 30 Sekunden. Dann mache ich jetzt die Löcher auch noch zu. Dann kann... Da kommt der Kurner mehr raus. Da zoomt er sogar schon raus. Bam! Finde ich gut. Siehst du mal. Ist ungefähr genauso schön wie das GTA-Logo, was ich unserer Crew bei GTA gemacht habe. Schau mal, umgekehrt heißt es T6. Boah! Jetzt möchte ich nämlich mal was ausprobieren, ob man das hier nämlich... was sonst? Oh, da ist noch ein Loch drin. Jetzt ist noch ein Loch drin. Ich kann es aber nicht kaputt machen. Doch, natürlich. Doch! Oh! Jetzt ist ein Loch drin. Und da ist die Zeit leider vorbei. Ja. Schade. Das hat er toll gemacht. Bis zum nächsten Mal muss ich wieder was bauen. Ciao. Tschüss. Geil.